Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und hier seht ihr schon meinen kleinen Drucker. Und zwar steht er deswegen hier, weil es doch ein paar Fragen gab zu dem Drucker und zu allen möglichen anderen Dingen, die ich gestern im Video für die Amazon Prime Day vorgestellt hatte, wo ich sage, das ist wirklich cool und das ist gerade ein super Angebot. Und ja, die Fragen möchte ich euch mit dem Video einfach beantworten. Ich denke, das ist am einfachsten und dann habt ihr auch noch die Chance, wenn ihr sagt, okay, das ist doch gar nicht so schlecht oder nee, lieber doch nicht, da entweder bei dem Prime Day tatsächlich nochmal zuzuschlagen oder halt einfach nicht, wie man halt mag. Fangen wir mit dem Drucker an. Da gab es ein paar Fragen, wie das geht mit dem Handy. Ja, das geht tatsächlich mit dem Handy und zwar braucht ihr dafür eine App. Diese App heißt, ich kann euch das jetzt nicht alles zeigen. Die heißt genau wie der Drucker Selfie. Die ladet ihr euch einfach runter. Jetzt ist das wie, das ist natürlich jetzt ein sehr spontanes Video. Ihr seht, es ist 18 Uhr schon. Wenn ihr die App runtergeladen habt, alles eingestellt habt, hier habe ich zum Beispiel abgeklebt, weil da mein WLAN steht, wie das heißt und sowas alles, dann könnt ihr mit eurer App jetzt, die ihr dann habt, mit dem Drucker kommunizieren, sage ich das jetzt mal so. Und zwar habt ihr dann die Möglichkeit, ganz normale Fotos zu drucken, Collagen zu drucken. Ihr könnt auch Passfotos tatsächlich drucken und so, ja, hier steht jetzt Shuffle, die sind in unterschiedlichen Größen dann auf den Bild drauf. Eigentlich sehr cool. Wir gehen mal auf Collagen. Wenn ich da jetzt drauf drücke, kommt ihr halt in meine Bildergalerie. Da nehme ich euch mal das Handy einmal weg. Ich suche uns mal 4 Bilder raus. Und da habe ich uns 4 Bilder einmal rausgesucht. Ja, und dann kann man hier noch ganz viele Sachen natürlich einstellen. Man kann Text dazugeben, man kann da was draufmalen, man kann den Hintergrund ändern, alles möglich. Möchte ich jetzt aber gar nicht, sondern ich will euch jetzt einfach nur zeigen, dass das relativ easy ist mit dem Drucken. So, ja, Einsetzen erlauben. Und dann sehen wir hier das schon. Man kann die Einstellung hier nochmal ändern. Also ich kann hier auch einen Rand drumherum drucken, wenn ich möchte. Ich möchte das Ganze aber randlos jetzt haben beispielsweise. Ich möchte das einmal nur haben. Dann gehe ich auf Drucken und dann verbinden die beiden sich hier miteinander. Ich lege das Handy einfach mal daneben, dann seht ihr das auch. Und dann zieht er eigentlich hier gleich ein Foto raus. Ich habe uns mal hier eins rausgenommen schon mal. Die sehen dann so aus. Hier habt ihr so ein, das kann ich jetzt nicht abmachen, ich möchte das natürlich nochmal nutzen. Das zeige ich euch aber gleich. Hier ist so eine Abrisskante. Jetzt zieht er gerade das Bild einmal rein, warten wir einmal. Also ihr zieht das jetzt, dann geht das nach hinten einmal raus. Und dann sehen wir hier, fängt er mit dem Gelbton jetzt einmal an. Dann sieht das schon mal so aus. Also nicht erschrecken, wenn ihr das erste Mal das seht. Oh Gott, was ist das? Dann zieht er das wieder rein. Dann kommen die Rottöne da einmal drüber. Das ist dann, wenn Magenta leer ist. Beim Drucker. Ganz schreckliche Sache. Dann zieht das wieder rein. Da kommen die Blautöne drüber. Und zum Schluss kommt noch mal Weiß drüber. Dann, also es sieht wirklich sehr gut aus am Ende, finde ich jetzt zumindest. Ne? Ist natürlich immer so eine individuelle Sache, aber ja, ich finde das sehr, sehr praktisch. Und ihr seht, ihr habt hier halt die Möglichkeit, individuell die Größen einzustellen. Ich habe schon mal was vorbereitet gehabt gerade. So, dann kann ich das Handy einmal wieder wegnehmen. Und dann sieht das Bild so aus. Ich nehme den jetzt hier auch mal weg. Also dann könnt ihr das hier einfach rausziehen. Das könnt ihr zumachen. Das könnt ihr zumachen. Und dann mache ich das immer so, dass ich das da drunter lege, dass das alles zusammen ist. Ich glaube, das setze ich mir wieder ein. So, hier an der Seite ist die Farbkassette. Hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, den am PC anzuschließen. Ihr könnt das Ganze auch hier drüber machen. Wie gesagt, ihr könnt, habe ich das gesagt, weiß ich nicht. Hier ist ein SD-Kartenschlitz auch drin. Da könnt ihr das auch mitmachen, sodass ihr das am Gerät selber handelt, wenn euch das mit dem Handy zum Beispiel zu kompliziert ist. So, ihr könnt euch solche Sets dann einfach bestellen. Hier sind zum Beispiel 108 Bilder drin gewesen. Wie viele habe ich denn noch? Ich habe hier sogar noch ein paar. Also da ist, also ich glaube, ich hatte da auch nachbestellt und das alles, dann stopfe ich das immer in einen großen Karton. Hier sind auch noch 2 Farbkartuschen drin, die ich habe. Wie gesagt, ich drucke damit ja jetzt nicht 120 Bilder einfach aus, sondern mir geht es dann einfach um sowas. Oder ich habe, wie gesagt, schon mal vorproduziert. Ihr könnt dann hier auch 8 Bilder drauf machen. Hier waren ein Fussel drauf, deswegen ist das zum Beispiel dann so blöd. Also ihr müsst auch darauf so ein bisschen achten, dass kein Fussel drauf ist. Ja, und ich hatte ja gerade gesagt, hier ist so eine Knickkante. Genau, die knickt man dann einfach ab. Dann kann man das hier abziehen.
alles ist gut. Ihr könnt euch das dann durchschneiden und dann habt ihr 4 kleine Bilder oder in dem Fall 8 kleine Bilder oder ihr macht 2 Bilder hier drauf, ein ganzes Bild oder ihr gestaltet euch die Collage dann, wie ihr möchtet oder ihr nutzt es tatsächlich für eure Passfotos, wenn ihr irgendwo welche braucht. Das einmal zu dem kleinen Drucker. Wie gesagt, ich bin davon sehr begeistert. Ich mache das unheimlich gerne. Gerade wenn mir irgendwo ein Bild mal fehlt, ist das eine schnelle Sache. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe es versucht, so gut wie möglich jetzt einmal zu zeigen auf die Schnelle. Eigentlich wollte ich Fauli mit euch heute machen. Aber ich dachte mir, so ist es doch viel einfacher. Ja, dann, Moment, ich muss mal die da noch beilegen. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Handy lege ich auch mal weg. So, das nächste, was gefragt worden ist, wie gut, nehme ich das so. Ihr dürftet gerade einen Break drin gehabt haben. Ich bin unterbrochen worden, aber da bin ich wieder für euch. So, 2 Fragen hatte ich noch. Eine Frage zu den Büchern, eine Frage zu den Metallboxen. Wir fangen mit den Büchern an, würde ich sagen. Ja, ich überlege gerade, was überlege ich überhaupt? Okay, erstmal, es gibt nicht nur Disney-Bücher, sondern es gibt natürlich auch, was heißt natürlich, es gibt auch andere Bücher tatsächlich, wollte ich euch einfach auch nochmal zeigen. Ihr seht, da sind unterschiedliche Bilder dran, zu Blümchen zum Beispiel, es gibt auch Naturbücher und so. Also wunderschön eigentlich. Ich finde das zumindest, das ist natürlich so eine rein individuelle Sache. Ich packe die ja in diese Höhlen rein, die habe ich euch ja gezeigt gestern. Ich verlinke euch das Video zu den Amazon-Produkten ganz am Ende. Da könnt ihr dann gerne nochmal durchschauen. Aber ich verlinke euch natürlich hier unter dem Video alles in der Infobox, was ich euch jetzt hier zeige, damit ihr es wiederfinden könntet, falls da nochmal Fragen kommen oder falls ihr einfach zu den einzelnen Produkten nochmal was nachlesen möchtet. Okay, die Frage war eigentlich, warum mit den Acrylic-Stiften? Komme ich gleich zu. Ich sage nochmal eben was hierzu. Und zwar packe ich meine Bilder immer in diese Hüllen rein. Warum packe ich die hier rein? Zum einen, weil ich sie schützen möchte, das ist der eine Faktor und der andere Faktor ist einfach, weil wenn ihr zum Beispiel mit Acrylikmarkern malt und beide Seiten das drauf haben, kann es sein, dass sie zusammenkleben, je nach Wärme und sowas alles. Und um das zu verhindern, legt entweder was dazwischen, am besten irgendwie so Butterbrotpapier oder Backpapier oder so, oder halt diese Hüllen. Ich entscheide mich immer für Hüllen, wenn ich irgendwelche Bilder fertig gemalt habe, weil ich das einfach besser finde. Das gilt auch zum Beispiel, wenn ich so einfache Bilder habe, wie in diesem Block zum Beispiel. Die packe ich anschließend auch in Hüllen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Die würden aber auch in so ein Teil reinkommen. In so ein Hefter, wo ich die einsortieren kann. Manchmal mache ich auch ein Passepartout rum und so. Aber das ist ja völlig irrelevant. Darum soll es gar nicht gehen. Sondern darum, warum ich ausgerechnet diese Bücher mit den Acrylikmarkern mache. Beziehungsweise muss man das mit den Acrylikmarkern machen? Oder wie überhaupt? Das ist so ein bisschen die Frage, weil das so ein bisschen verwirrend gestern von mir war. Kann ich nachvollziehen, weil ich habe natürlich auch, dann kam ich mit meinen anderen Stiften und so, alles ein bisschen verwirrend, definitiv. Okay, versuche ich das nochmal zu erklären. Und zwar, wenn ihr so ein Buch habt, wie dieses hier, ist der eine Punkt, ihr habt vorne und hinten ein Bild drauf. Bedeutet, ihr könnt auf jeden Fall nicht mit Alkoholmarkern da drin malen. Könnt ihr schon, aber ihr verliert definitiv eine Seite dann. Das funktioniert einfach nicht, weil das Saugen des Papiers, das ist einfach so. Alkoholmarker haben die Gewohnheit auszubluten bei Nicht-Alkoholmarker-Papier. Es gibt ja spezielles Alkoholmarker-Papier. Ich verlinke euch auch gerne einmal das, was ich in der Regel immer benutze. Dann läuft das nicht so aus. Das blutet dann halt aus, so sagt man das dann. Hier bei dem Block nutze ich das wohl, weil ich habe auf der Rückseite kein Bild. Also wenn ich Bambi jetzt beispielsweise ausmale, würde ich nicht auf diese Stifte zurückgreifen, sondern da würde ich dann die Alkoholmarker nehmen, Copic-Marker oder Uhuhu-Marker zum Beispiel. Und danach mit meinen, wo ihr auch gesagt habt, warum streichel ich sie denn nur, mit meinen Faber-Castell Polychromos drüber gehen, beziehungsweise danach verblenden. Hintergrund, habt ihr ja gesehen, mache ich mit den Faber-Castell Pastellfarben,
Aber für Hintergründe habe ich noch was anderes. Das habe ich mir gestern im Prime bestellt. Das ist, ich verlinke es euch unten. Das verlinke ich euch als Anhang in den Kommentaren. Das ist echt ein Geheimtipp von mir. Dafür muss ich auch noch zum Action fahren. Ich verlinke es euch einfach in den Kommentaren. Das ist so ein Überraschungsding. Das musste ich gestern noch bestellen. Ganz verrückt. Ach Gott. Egal. Darum soll es auch nicht gehen. Das hier, wie gesagt, mit Alkoholmarkern und dann mit dem Polychromos. Jetzt habe ich noch einen Schnapper für euch. Habe ich gestern vergessen. Wenn ihr keine Polychromos habt, ihr aber gerne sowas machen möchtet, kann ich die empfehlen und die sind im Angebot. Das ist Castel Art Supplies. Das ist eine schöne Alternative tatsächlich. Ich habe hier 120 Stifte. Ihr seht, die habe ich auch schon immer wieder mal benutzt. Die Schachtel sieht mittlerweile anders aus. Die habe ich schon eine ganze Weile auch. Und damit bin ich auch recht zufrieden als Alternative zu den Polychromos. Und ja, ich kann die Polychromos einzeln nachkaufen, genauso wie die Albrecht Dürer. Das weiß ich. Aber es tut mir im Herzen weh, ich weiß. Ich versuche, ich verspreche, ich lobe Besserung. Ich lobe Besserung, versprochen. Ich werde mich da jetzt dran begeben. Aber wie gesagt, Alkoholmarker und dann gehe ich hier mit Polychromos drüber. Bei solchen Bildern, bei diesen Bildern mache ich das nicht. Könnt ihr aber. Ist natürlich, es gibt kein Gesetz, wie ihr das auszumalen habt. Der Punkt bei den Bildern ist aber für mich persönlich, ich finde das Ergebnis, so wie das hier hinten drauf ist, wunderschön. Und das bekomme ich einfach nicht, wenn ich das mit Polychromos, Aquastiften oder Alkoholmarkern mache. Das bekomme ich nur, wenn ich das mit Acrylstiften mache, weil die diese deckende Wirkung haben. Das ist im Angebot, das hatte ich euch vorgestellt. Ich habe mir ergänzend allerdings noch diverse Tuli Art Packages dazu bestellt. Die sind leider nicht im Angebot, deswegen habe ich euch die auch nicht vorgestellt. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, gehen wir mal hier drauf ein. Ich habe mir hier meine Farblegenden auch zugeholt. Da hast du, habe ich es ja direkt. Das ist zum Beispiel die Farblegende von diesen Sets. Ich habe hier diverse andere Tuli-Art-Stifte noch. Da habe ich die Farblegenden einfach mal. Und das hier ist die Farblegende von den Stiften. Und ihr seht, das sind sehr kräftige Farben. Und darum geht es bei diesen Stiften, auch bei den Acrylmarkern. Ich werde jetzt einmal, und das tut mir leid, das ist, ihr seht, wenn man das einfach einscannt, ist das nicht ganz so toll. Ich hoffe, die Kamera nimmt das jetzt rein. Die Striche überhaupt. Es ist eine Kopie aus irgendeinem Buch. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Seite von welchem, kann ich euch nicht sagen. Deswegen digitalisiere ich das für mich. Das Video dazu, wie ich die digitalisiere für mich persönlich, also für mich privat, kommt noch. Das zeige ich euch noch, weil da übe ich dann auch so ein bisschen gerade auf dem iPad, um das zu machen. Das finde ich sehr gut. Es kommt noch. Ich versuche es in die nächsten Tage, Wochen. Ich weiß noch nicht. Ich versuche es auf jeden Fall. Okay, gehen wir mal in die Stifte. Und zwar ist es jetzt so, wenn ich so einen Stift hier nehme, was nehmen wir denn da mal? Nicht so was ganz Dunkles am besten. So ein Gelb hier. Komm, nehmen wir mal das. Leuchtendes Gelb hier. So, ihr habt auch hier immer noch mal Spitzen drin. Ich shake das jetzt einmal. Immer wichtig bei den Stiften, dass man die shakert, weil die Farbe sich, sehen wir die hier, bei den anderen sieht man das relativ gut. Die muss ich hier natürlich auch mit den ganzen Sachen, die da drin sind, wieder vermengen. So ein bisschen wie bei Acrylfarbe halt am Ende des Tages auch. So, und dann kann man auch. Ich mache das jetzt, das Blatt ist ja eh, das ist nichts, wo ich dann was Besonderes mitmachen möchte. In der Regel ist es so, wenn ihr gerade anfangt mit dem Stift, müsst ihr das einmal pumpen und dann seht ihr, da habt ihr eure Farbe. Ja, und dann, wenn ihr das dann gemacht habt und die Stifte einfach fun wunderbar funktionieren, geht ihr da drüber. Und ihr seht, jetzt hier, das ist ein gutes, das ist hier ganz gut, das ist nicht abgedeckt. Das passiert auch zum Teil bei den Stiften. Jetzt müsst ihr warten. Jetzt müsst ihr einfach warten, dass das trocken ist und dann könnt ihr nochmal drüber gehen. Meine ganz klare Empfehlung ist, wenn ihr das jetzt gemalt habt und ihr findet das nicht schön und wollt das jetzt deckender haben, geht nicht sofort drüber. Ihr versaut euch eure Spitze, weil ihr die Farbe wieder hochholt sozusagen. Sie ist gerade im Trocknungsprozess und ihr geht wieder mit dem Stift rein. Diese Spitzen, das sind so Plastikspitzen, damit nehmt ihr die Farbe einfach, diese sich trocknende Farbe wieder auf. Deswegen sind die auch nicht miteinander zu verblenden. Ist mein Ding jetzt hier an der Stelle einfach. Ihr nehmt die Farbe wieder auf und schmiert euch dann, sage ich mal, so Bröckchen da rein.
Vorteil daran ist, ihr könnt die Spitze auch hier einfach einmal rausnehmen mit einer Zange oder so und könnt die einmal reinigen. Und ansonsten habt ihr hier natürlich auch nochmal Ersatzspitze und dann ist das eigentlich auch kein Thema. Die kann man auch so nachkaufen. So, wenn das trocken ist, ist das trocken. Ich glaube nicht. Nee, das dauert immer einen kleinen Moment. Also lasst euch da Zeit. Wenn ihr dann also da in der Ecke seid, könnt ihr dann in dieser Ecke hier beispielsweise weitermachen. So, da habe ich jetzt eine Ecke nochmal und ich weiß nicht, hier so, da soll ich auch noch ein bisschen ausmalen. So, das ist jetzt alles nicht perfekt, ne? Und wenn das dann trocken ist, dann kann man nochmal drüber gehen. Wir warten einfach den kleinen Moment einmal ab. Pass auf, ich schiebe das einmal hoch. Beantworten wir in der Zeit die andere Frage. So lange müsst ihr dann nicht warten, aber ich mache das jetzt einfach mal so. So, und zwar war die andere Frage in Bezug zu diesen Metallboxen von Ideen mit Herz sind ja, da gibt es die. Sind wie gesagt auch im Angebot aktuell und ich habe die Näpfchen hier lose drin. Mich stört das nicht. Ihr habt aber gefragt, das müsste doch auch mit Magneten gehen. So, ich habe jetzt extra meine Stempelhilfe hergeholt. Da sind ja kleine Magnete drinne. Und wie ist das dann, wenn ich das hier beispielsweise untergebe, das Magnet? Das kann man dann hier natürlich dran kleben, wenn man möchte. Und ihr seht, das würde funktionieren. Also ihr könntet, wenn ihr möchtet, da kleine Magnete mal drunter geben. Und vielleicht auch, wenn man zwei kleine hier drunter gibt oder so. Das muss man dann für sich ausprobieren. Da muss man dann einfach für sich gucken oder irgendein Kleber oder so. Es gibt ja diesen etwas dickeren, wie heißt es denn jetzt? Formtape zum Beispiel. Da habe ich es. Das könnte man ja drunter geben oder so Glue-Dots oder so. Wenn einen das wirklich stört, wenn das hin und her wackelt, dann ist das doch gar kein Thema. Also, es funktioniert wunderbar mit Magneten. Das könnt ihr gerne machen. Und dann sind die Näpfchen auch fest, wenn man das gerne möchte. Okay, jetzt müsste das ja trocken sein, ne? Ich gucke nochmal, sieht gut aus. Und dann kann man auch nochmal mit dem Finger. Und da war noch nicht trocken. Ein bisschen dauert es immer. So, aber das ist nicht schlimm. So, und jetzt könnt ihr einfach nochmal drüber gehen. Und jetzt seht ihr schon, dass das deckender wird. Man kann auch noch mal drüber gehen. Das ist der Punkt, warum ich diese Stifte nehme. Wir können jetzt auch mal hier noch einen rausnehmen. Nehmen wir mal die 22. Das ist, nee, wir nehmen die 21. Das ist so ein bisschen peachy. Hier sind auch frische, wie heißt es denn, Spitzen drin. So, wir gehen mal in die Thule Art Stifte. Auch hier gilt, ihr müsst eigentlich vorher, also nicht jetzt, aber ihr pumpt, dann habt ihr, wenn die ganz neu sind, dann habt ihr die Farbe und dann könnt ihr auch einfach drüber gehen. Und auch hier seht ihr, das ist jetzt noch nicht ganz deckend. Auch hier gilt, ihr müsst erst einmal warten und dann nochmal darüber gehen. Ja, das ist eigentlich der ganze Zauber bei den Stiften, warum ich mich für diese Stifte entschieden habe, weil ihr dann am Ende halt das Ergebnis auch so habt, wie es hier ist. Die schwarzen Umrandungen kann man auch mit diesen Stiften machen. Dafür habe ich aber in der Regel Posca-Stifte in allen Varianten, also die weißen und die schwarzen. Und dann gehe ich da mit denen entlang. Die sind jetzt neu gewesen. Deswegen habe ich die noch nicht benutzt. Die hätte ich letztens erst bestellt gehabt. Die unterschiedlichen Größen. Weil ich noch ein paar habe, die wunderbar funktionieren. Die nutze ich erstmal, aber ich merke schon, dass die so langsam aufgeben. Deswegen hatte ich mir, das kann man so als Set bestellen. Deswegen hatte ich mir die so bestellt gehabt. Okay, wie sieht es hier aus? Ja, das ist gut. Gehen wir auch hier nochmal drüber und dann seht ihr, dass das von Mal zu Mal einfach deckender ist. Bei helleren Farben ist das natürlich nochmal was anderes, ne? Das muss man auch dazu sagen. Umso dunkler die Farben sind, umso einfacher ist das am Ende. So. Und hier seht ihr dann schon, dass nehmt euch auch Zeit, ne? Also wenn ich jetzt hier natürlich ein bisschen mehr Zeit mir nehme und so weiter, dann ist das natürlich was ganz anderes. So, da das zu. Habe ich alles erwähnt? Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch das Ganze in der Info, in euren Fragen beantwortet habe. Ich hoffe es einfach. Ansonsten stellt mir einfach nochmal die Frage. Entweder mache ich dann nochmal ein Video dann dazu oder ich beantworte es euch. Oder falls ihr Fragen habt und mir da, und das vielleicht nicht in den Kommentaren schreiben wollt oder so, ihr könnt mich auch bei Instagram anschreiben oder so. Das ist gar kein Thema. Bei Instagram findet ihr mich auch, findet ihr auch in der Infobox. Und ansonsten, ich verlinke euch alles wieder. Das meiste davon ist alles heute noch im Angebot. Also,
wer Bock drauf hat. Und ansonsten könnt ihr auch einfach schauen und durchlesen, was ist das eigentlich genauer oder so. Und wenn da Fragen sind, fragt mich einfach. Und wie gesagt, die Acrylikmarker nehme ich einfach, weil sie deckender sind. Vielleicht noch mal einen dunklen Stift dazu nehmen. Eigentlich egal. Ihr müsst nur 2-3 Mal drüber gehen. Ihr seht's. Also das dauert natürlich auch so ein bisschen. Die gibt es in unterschiedlichen Stärken auch. Da muss man einfach für sich selber gucken. Die gibt es auch bei Temu oder so, wenn einem das da lieber ist. Hier weiß ich nur, was ich dann am Ende des Tages habe. Ja, ist mir einfach lieber. So, Temu ist nochmal eine andere Geschichte. Habe ich jetzt alles? Ich glaube, ja. Video ist, denke ich, schon wieder viel zu lang. Habe ich die Polychromos erwähnt? Warum, wieso, weshalb? Ja, hatte ich. Okay, gut. Fragen hatte ich jetzt, glaube ich. Das waren so die 3 Hauptfragen eigentlich. Und ja, wie gesagt, weitere Fragen in die Kommentare gerne. Schreibt mich bei Instagram an. Dann beantworte ich das da. Oder ich mache auch dann gerne nochmal ein Video, so wie heute auch, weil es so viele Fragen waren. Dann mache ich das doch gerne. Und ansonsten würde ich sagen, morgen gibt es Fauli, hoffe ich. Hoffe ich doch. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.